Damit wieder ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha, es geht weiter mit FIFA 17 und wir spielen gegen AS Nancy und zwar in der Euroleague. Es geht los für uns international, wir hoffen, dass wir international besser in die Saison reinstarten als in der Liga. In der Liga haben wir zwei sehr, sehr dumme Unentschieden gekriegt und das hoffen wir heute vermeiden zu können. Wir wollen nämlich heute einen klaren Sieg. Ich würde mal sagen, auf geht's bei gefühlten 35 Grad in der Bude. Ich hoffe, meine Fußballspieler haben es da ein bisschen kühler und wir wollen siegen, ganz klar. Unser Jogginghosenmann. Schönen Ball gespielt. Der war nicht so gut. Und jetzt wieder Druck machen. Ich bin gespannt, wie wir uns hier in der Euroleague halten. Oder schlagen. Ich hoffe ganz gut. Das Geld können wir nämlich gebrauchen. Und, oh, schon fast die erste Chance. Schön gedacht. Auch schön gemacht. Nur nicht ganz vollendet. Ich hoffe, so geht es weiter. Oh, das war ein bisschen rüpelhaft da rein. Oh. Ah, es war knapp. Aber jetzt haben wir die Lücke gesehen. Driossi. Und Driossi macht's nicht? Nein, er macht's gar nicht. Er macht es nicht. Schade, schade. So, und der... Und die Flanke. Schade. Ja, ich habe am Wochenende ausnahmsweise mal ein Video hochgeladen. Und zwar habe ich ein Video hochgeladen, wo man sich ein Fallrückzieher-Tor angucken kann. Und nicht nur das. Alle, die mich unterstützen, können auf den Link in der Beschreibung dann klicken von diesem Video. Und ein Sternchen für mich da lassen, denn es handelt sich da um ein Gewinnspiel, was man gewinnen kann. Ja, das sind einmal ein Dosenkühlschrank, also ein Mini-Kühlschrank mit einer Jahresration Red Bull und ein Jahr lang 70 Euro jeden Monat Gutschein für GameStop. Soweit ich das jetzt hier richtig in Erinnerung habe. Schön, schöner Schuss. Auch schöne Parade. Der zweite Preis war, glaube ich, nur eine Ration Red Bull. Mit den 70 Euro. Und ich glaube, der dritte Preis war dann nur noch Red Bull, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich nochmal nachgucken. Aber wer sich da beteiligen möchte und mich da unterstützen möchte... Der kann gerne dann über den Link ein Sternchen dalassen. Bei diesem Video könnt ihr natürlich auch Däumchen dalassen. Ein Abo wäre auch natürlich ein Träumchen. Ja. Und ich glaube, ich verlinke nochmal das Video, wo das Tor zu sehen ist. Wo dann auch eben der Link zu sehen ist. Unter diesem Video. Meine Güte. Zunge zügeln. Blablabla. So, jetzt machen wir erstmal hier schön weiter. Ja, das wäre ganz nice. Ich bin kein Red Bull-Trinker. Also es geht mir eigentlich nur um diesen Gutschein von 70 Euro. Ich könnte ja den Kühlschrank dann verlosen. Nee, mache ich nicht. Nee, aber wer mich da unterstützen möchte, kann gerne da mal vorbeigucken. Sind auch andere schöne Tore, also ihr müsst nicht unbedingt bei mir. Es wäre zwar schön, wenn ihr bei mir hier zuguckt und für mich auch ein Sternchen da lasst. Aber wenn euch da andere Tore besser gefallen, ihr seid nicht gezwungen, bei mir das zu machen. Ich
bin ja ein, wer kann unfairer Sportsmann sein. Ihr dürft gerne auch für das Tor, was euch gefällt, liken. Ach ja, das geht übrigens nur mit einem Facebook-Account. Aber das hat ja heutzutage fast jeder. Und somit gehen wir auch schon mit einem 0-0 in die Halbzeit. Und wir können hoffen, dass es entweder so bleibt, denn wir haben in diesem Spiel diesen Freistoß, der war schön. Und ja, einmal war Trius ja alleine vorm Tor. Also es könnte schon 1-0 stehen. Könnte, muss nicht. Also bei zwei Chancen bin ich nicht der Meinung, dass es 2-0 stehen muss. 1-0. Aber könnte. Wir haben eben auch ein ganz, ich glaube, Euroleague unerfahrenes Team. Und da flattern dann mal bei Driossi auch die Nerven, wenn er in so einem Spiel dann alleine vorm Torhüter steht. Oh Mann. Das ging das aber gerade gar nicht hin. Jetzt wollen wir uns mal aufs Spiel konzentrieren. Und, oh, schade. Da blieb dem Torhüter gar nichts anderes, als den Ball ins Aus zu spielen. Und, oh, was war das denn für ein Gestolper? Er ist auch schon 30 Jahre. So einen alten Torhüter haben wir uns gekauft. Ist eigentlich gar nicht so meine Art, aber naja, er ist gut. Und das ist erstmal die Hauptsache. Aber wenn er schon 30 ist, können wir im Winter oder im Sommer mal über einen Verkauf nachdenken. Nein. Oh je. Jetzt haben wir denen mal die Chance gelassen und Koulibaly kennt sie natürlich aus. Oh, 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 oh. Wann war Stuttgart das letzte Mal in der Euroleague oder Champions League? Ich weiß, dass die nach 2007, also 2007 haben sie auf jeden Fall Champions League gespielt oder 2008, weil sie ja Meister geworden sind. Und dann irgendwann abgestiegen. Und jetzt sind wir wieder da. Wie im Echt. Nur, dass wir eben schon Euroleague spielen. Oh, wieder ein Ticken zu lang. Unsere Spieler sind auch jetzt müde. Jo, dann wechseln wir mal ihn hier ein. So. Ich hoffe, die Wechsel kommen auch gleich. Der Ball muss gleich irgendwie ins Aus. Oder Freistoß oder sonst irgendwas. Oder Tor. Schön. Und Mané. Und Tor. Und Tor. Mané macht's. Mann, ich hab einen Frosch im Hals. Mané macht's. Mané, Mané, Mané. Must be funny. It's a goal for us. Oh Mann. Manchmal muss ich selber über mich lachen, wenn ich so einen Quatsch hier mache. Und jetzt nicht wieder gleich im Gegenzug. Das ist so typisch. Das müssen sie auf jeden Fall mal wegkriegen. Jo, und dann machen wir auch noch so einen Fehler. Kriegen wir den Ball jetzt auch mal weg? Meine Güte. Ja, ich müsste eigentlich viel öfter den Ball mal echt wegschlagen. Einfach wegprügeln. Mit Schuss einfach nach vorne hämmern. Aber ich will meistens den Ball in den eigenen Reihen behalten. Und dann passe ich eher. Und dann passiert's. Schön. Koulibaly war im Abseits. Und jetzt wollen wir Gregoritsch sieht, oh. Ich konnte noch nicht mal den Namen aussprechen.
Ich glaube Akuna. Und da hat sich dann wieder jemand heldenhaft vorgeschmissen. Aber jetzt. Aber jetzt. Oh, wieder nicht. Wieder nicht, wieder nicht. Aber wir gewinnen hier 1-0. Top-Start in die Euroleague. Muss man sagen. 1-0 für den VfB Stuttgart gegen Nancy. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Und dann gucken wir mal, wie wir durch Simulation in der Liga jetzt gleich vorankommen. Ach du meine Güte. Die lassen uns auch gar keine Luft zum Atmen. Vertragsverlängerung, genau, das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass ich das ein bisschen offline mache, die Verträge verlängere. Ich verlängere eigentlich so grundsätzlich jeden Vertrag, damit ich sie dann teuer verkaufen kann. Oder was heißt teuer, aber damit ich sie auch noch verkaufen kann. So, und jetzt müssen wir einmal, muss ich das einmal hier machen, da ich gleich ja simuliere. Jetzt brauchen wir fitte Spieler. Nachbar schlägt die Wand ein. So klingt das. Oh Mann, jetzt muss ich erstmal gucken, wen wir alles so haben. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass wir defensiv keinen Spieler haben. Ja, dann darf Krikic ran. Ja, die sind jetzt alle ein bisschen schlapp von der Euroleague und deswegen haben wir jetzt einfach fitte Spieler aufgestellt. In der Hoffnung, dass die jetzt hier gegen Leverkusen mal was reißen. Leverkusen ist übrigens auch mit... Ach, Leverkusen. Hertha. Hertha ist übrigens auch mit 2 Unentschieden in die Saison reingestartet, habe ich gerade gesehen. Noch ist nicht viel passiert. Stock hat die gelbe Karte. Seferovic mit dem 1-0. Wunderbar. 1-0 ist ein bisschen kribbelig. Sehr kribbelig. Aber unsere ersten 3 Punkte. Also nicht unsere ersten 3 Punkte, sondern unser erster Dreierpack. Nee, auch nicht. Unser erster Sieg. So. Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison 3 Punkte eingefahren. So ist es richtig. Und damit haben wir 5. Und für einen Aufsteiger ist das, ja, schon mal erwähnenswert. So, die Verträge werden auch verlängert. Ja, und dann würde ich sagen, haut ihn rein. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Nee. Ach so. Ja doch, mein Abspann ist ein bisschen anders. Ihr seht hier jetzt auf der... wenn man auf den Bildschirm guckt, auf der rechten Seite seht ihr gleich die Videos. Einmal von Pro Evolution Soccer, das neueste. Und eins, was auf euch abgeschnitten ist von mir. Und auf der linken Seite seht ihr auch ein Abo-Kästchen. Da dürft ihr gerne draufklicken, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt. Sonst dürft ihr auch gerne unten auf Daumen klicken. Oder eins der beiden Videos, die dann da erscheinen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen sonnigen Tag. Ja, bei uns sind es hier um die 30 Grad. Ich hoffe, ihr habt auch so schöne Wärme. Fahrt zum Badesee, geht baden. Das Video hier zieht euch abends rein, wenn nichts mehr los ist. Wenn ihr im Bett liegt und denkt, ich habe noch 10 Minuten Zeit, dann dürft ihr das Video hier auch angucken. Ihr dürft es natürlich auch am Badesee gucken oder sonst wo, ist mir völlig Wumpe. Also, man sieht sich, haut rein. Ciao, tschüss. Euer Micha.